So, einen wunderschönen guten Morgen beim allerersten Vortrag dieses Kongresses. Ich habe draußen schon Kongressgäste gesehen, die noch suchen, sich mit Köten versuchen, irgendwie zu einigen, wo die ganzen Veranstaltungsorte sind. Aber ich glaube, wir werden schon heute Nachmittag gut zurechtkommen. Deshalb haben wir auch ein bisschen gewartet, einige Minuten. Umso mehr will ich die Ansprache verkürzen, einfach direkt ankündigen. Ich bräuchte sicher eine halbe Stunde, um den Werdegang so angemessen zu skizzieren. Es kommt eine Frau, die mit ihrem Herzen immer bei den sozialen Bewegungen war und ist, und das muss reichen, Antje Vollmer. Viel Spaß. Das war die kürzeste Vorstellung, die ich je gehabt habe. Guten Morgen, Sonntagmorgen 10 Uhr, war früher Gottesdienstzeit. Haben wir doch heute auch bei Ihnen. Ist heute noch so. Dann hat man gesagt, könnt ihr doch nicht erwarten, dass normale Menschen Sonntagmorgen um 10 Uhr zum Gottesdienst kommen. Ich bin jedenfalls froh, dass Sie es geschafft haben um 10 Uhr heute Morgen. Das Thema steht deswegen ein bisschen am Anfang, weil es sollte so ein bisschen Basiswissen sein. Also angekündigt ist es ja als Politikfrust, Politikerüberdruss, Politikerohnmacht. Und Tom Aslan hat mir gesagt, erzähl doch den Leuten einfach mal, was Politik ist. Oder sag doch unseren Leuten mal, was man machen muss, dass man Politiker wird. Denn irgendwann müssen wir das ja werden. Ganz einfache Frage. Ich fange mal ein bisschen von außen an und hoffe, dass es dann mit der Zeit ein bisschen intensiver wird. Sie sehen auch, hier ist überhaupt keine Technik. Also Sie müssen sich nicht nur, weil ich altmodisch bin, sondern ich war so in der letzten Zeit ein bisschen krank und muss deswegen auch ein bisschen so aus dem Moment heraus das Gespräch mit Ihnen beginnen. Aber vielleicht ist das ganz schön für etwas, wo es einfach um die Basis von dem geht, was Politik sein soll, zu sagen, das lassen wir alles mal beieinander. Ich erzähle Ihnen ein paar Gedanken beiseite, ich erzähle Ihnen ein paar Gedanken aus meinem Kopf und ich hoffe, dass wir in ein Gespräch kommen, auch in ein ziemlich intensives Gespräch. Und dann wollen wir mal gucken, ob das mit den alten Mitteln nur Sprache und nur einer von vorne auch geht. Also erstmal fange ich an, Sie zu fragen, was Sie so über Politiker denken. Also man kann sich mehrfach melden. Wer von Ihnen ist der Meinung, dass die meisten Politiker korrupt und bestechlich sind? Trauen Sie sich ruhig. Okay. Wer von Ihnen ist der Meinung, dass die meisten Politiker abgehoben vom Volk sind? Fast alle. Wer von Ihnen ist der Meinung, dass Politiker in der Regel moralische Defizite haben, dass das geradezu zum Beruf gehört? Auch eine ganze Menge. Ich muss meine Vorüberlegungen nicht ändern. Also der Beliebtheitsgrad von Politikern ist extrem niedrig. Ich glaube, heute sind nur die Banker schlechter angesehen als die Politiker. Nun würde ich Ihnen gerade schon an dieser Stelle einfach mal einen Rat geben. Was man verachtet, richtig abgrundtief verachtet, kennt man in der Regel nicht sehr gut. Und was man verachtet, kann man in der Regel auch nicht gut kennenlernen. Das ist nämlich so mit der Verachtung wie mit dem Zorn oder der Wut oder allen sehr intensiven Gefühlen. Sie machen nämlich blind. Und wenn man blind ist, guckt man nicht mehr genau hin.
Und kann man auch nicht mehr genau was wahrnehmen, denn Verachtung, Zorn und Hass und Wut ist so wie ein Rauschen im Kopf. Macht also tendenziell für eine Wahrnehmung unintelligent. Nun müssen Sie aber keine Angst haben, ich werde Ihnen nicht das Gegenteil über die Politiker beibringen. Ich versuche nur ein bisschen zu differenzieren. Wer ist oder wer wird überhaupt Politiker? Sie müssen nicht von mir ausgehen. Ich bin über eine extrem ungewöhnliche Weise Politiker geworden und ich habe bis heute, obwohl ich da 23 Jahre war, den Eindruck, eigentlich bin ich gar keine richtige Politikerin. Aber normalerweise wird man auf eine bestimmte Weise Politiker und die Politiker, die Sie kennen, wenn ich jetzt fragen würde, woher kennen Sie die eigentlich? Vielleicht kennen Sie einen, der irgendwie mal in Ihrer Regionalzeitung auftaucht. Aber nehmen wir mal nur die Politiker, die bei uns im Bundestag sind, das sind immerhin gut 600. Wir haben ein relativ dickes Parlament, aber in China gibt es mehr. Aber unser Parlament ist ziemlich groß, aber von diesen ungefähr 600 werden Sie höchstens 30 kennen. Und ich glaube, wenn ich jetzt die einzelnen von Ihnen fragen würde, dann kämen schon die meisten nicht auf 30. Das heißt, die Politiker, die Sie kennen und von denen Sie sich Ihr Urteil bilden, sind in der Regel die ungefähr 30, die in dem unermesslich vielen Anöden, vielen Talkshows auftauchen. Sie kennen die schon nicht mehr vom Parlament. In der Regel nicht. Früher war das anders. Da kannte man sie sogar vom Rundfunk her, sondern sie kennen sie in der Regel aus diesen Talkshows. Und das heißt also, sie kennen ungefähr 5% von denen. Und auf ungefähr diese 5%, also die Großredner, und Polemischredner und eitlen Redner aus den Talkshows, auf die verteilt sich zurzeit das wichtigste Gut, was man offensichtlich bei uns hat, nämlich die Sichtbarkeit in den Medien. Deswegen, das ist ein bestimmter Sog, dahin zu kommen. Auf die verteilt sich aber auch, da wird das jedenfalls vermutet, Macht und Ehre. Auch das ist etwas, was man mit den Politikern immer zusammenbringt, dass man denkt, wenn ich da wäre, oh, dann könnte ich aber die Welt in Ordnung bringen. Auf die ungefähr 30 konzentriert sich auch der ganze Druck der Lobbyisten und der verschiedenen Interessenverbände, von denen es, also in Brüssel habe ich mal gehört, sind allein 3000 eingetragene Lobbyisten am Gange, also das ist eine ziemliche Konzentrations- und Magnetwirkung von diesen ungefähr 30 bei uns. Auf die konzentriert sich auch das Karrierestreben von Menschen, die sagen, ganz groß möchte ich rauskommen in der Politik. Und um die herum sammelt sich natürlich auch das Hofschranzentum. Also wenn die irgendwo sind, Türen auf, Türen zu, können sie mir mal irgendwie ein Autogramm geben und so. Also dieses ganze wichtig konzentriert sich auf die. Und natürlich zieht dieser Bereich, der ungefähr 30, zieht auch Menschen mit Selbstdarstellungsdrang an. Also wer Angst hat vor den Medien, ist nicht so ganz gut geeignet für so einen Beruf. Und so eine gewisse narzisstische Veranlagung muss auch dafür da sein, wie bei Schauspielern oder Menschen, die gerne eine öffentliche Rolle spielen. Deswegen konzentriert sich das auch, mit kleiner Beobachtung am Rande, häufig diese Position auf kleine Männer, auf Napoleon-Typen. Sie werden sich immer wundern, übrigens erlebt man das auch in den Medien, erscheinen die Leute immer größer, wenn sie die dann mal live sehen. Also Lafontaine, Gysi, auch Joschka Fischer, waren alles keine großen Menschen.
Also dieser Beruf kann Leute, die einen gewissen Ehrgeiz haben, auch zu einer gewissen Sichtbarkeit bringen. Von den vielen anderen, und das sage ich jetzt einfach ein bisschen aus, können Sie mir glauben oder nicht, aber aus Gerechtigkeitsgründen, von den vielen anderen, also den 570, nehmen Sie mal an, dass die mehr oder weniger Menschen sind wie Sie und ich. Also jedenfalls als Arbeitsthese. Ich sowieso der Meinung bin, wir moralisieren ja unglaublich viel und sehr gerne, das ist auch ein großer Teil unseres heutigen öffentlichen Dialogs, aber also ich finde, die Arbeitsthese ist ganz gut zu sagen, die Summe der Schweinehunde ist fast in jedem Bereich ungefähr gleich. Ob Sie Lehrer nehmen oder Tischler oder Journalisten oder Politiker oder Schauspieler oder so, ungefähr hat man es eigentlich in jedem Bereich damit zu tun, sehr genau hinzugucken und sehr genau zu sortieren. Und wie wird man normalerweise Politiker? Also ich sagte ja, bei mir war das schon mal sehr ungewöhnlich. Also bei den Grünen und bei den Piraten war das sehr ungewöhnlich. Das war eine neue Bewegung, die plötzlich unerwartet und zu vieler Leute Erstaunen, also die Hürde zum Bundestag oder jedenfalls zu den Länderparlamenten geschafft hat. Und in einer solchen Zeit, in der noch nicht klar ist, dass man sicher damit Karriere macht, ist die Mischung bunter. Also ich sage immer, wir wurden eigentlich alle von der Wiese gepflückt. Da war sehr viel Zufälliges. Also wenn Sie meine damalige Kandidatur im Jahre 83 sehen, kein Mensch kannte mich und ich kam auf den zweiten Listenplatz der Grünen, weil gerade die Mischung bei mir irgendwie passte oder weil sie gerade jemand anders, das war bei den Grünen sehr häufig, der prominent war, nicht wollten, dann haben sie dann bewusst jemand, den keiner kennt, das war ich dann. Bei den Piraten war das im Grunde genommen auch ähnlich, aber das nimmt ganz schnell ab, wenn solche Parteien oder Gruppierungen sich etabliert haben, weil dann die normalen Gesetze von Machtkämpfen einsetzen, Konkurrenzen, Seilschaften bilden und so weiter. Aber also jetzt der normale Politiker, von dem Sie bitte denken, dass er so ist wie Sie und ich, also der über diese Parteischienen geht, hat in der Regel, bis er dann im Bundestag landet, 20, 30 Jahre hinter sich, wo er sich ehrenamtlich engagiert hat, und zwar mit großem Einsatz, meistens mit viel Selbstausbeutung, wo er irgendwie Mitarbeiter bei einem anderen war, wo er sich versucht hat, Leuten zu empfehlen, dann ganz viel gemacht hat. Er ist auch nicht der große Redner, er ist auch nicht die große Medienschönheit, sondern ein Mensch, der vielleicht eine gewisse Lust hat, sich an Themen des Gemeinwesens zu engagieren und einzusetzen. Das sind die meisten. Und diese tragen nun natürlich auch den Druck, der insgesamt auf der Politik ist. Also, wenn Sie denken, die kennen, das war ja eine der Abfragen, die kennen das Volk nicht. Also ich weiß nur aus der Zeit, wenn man also in seinem Wahlkreis ist, jedes Schützenfest, jeder Kindergarten, der neu eingerichtet wird, eine Sozialstation, die Bürgersprechstunde. Also es ist schon, außer man ist stinkend faul, das gibt es natürlich auch, aber an sich gibt es ungeheuer viele Kontakte mit Leuten von der Basis, mit ihren Altersproblemen und sehr, sehr viel Ohnmachtserfahrung, weil man selber auch nicht viel tun kann. Also eigentlich nimmt man immer Weltprobleme entgegen mit der Bitte um dringende, sofortige Bearbeitung, ohne doch als Abgeordneter über die Möglichkeiten zu verfügen, da direkt was tun zu können. Dazu kommt, dass die Abgeordneten, also die sind sozusagen in einem doppelten Druck.
Ich sage das alles für die unter Ihnen, die das mal werden wollen, dass sie vorbereitet sind. Also der doppelte Druck ist eine hohe Erwartung von den Menschen, die Sie gewählt haben, und die auch sagen, Sie habe ich gewählt und jetzt möchte ich, dass Sie auch das und das für mich tun. Und ein ganz hoher Druck von oben, also dieser Sandwich-Effekt, ein ganz hoher Druck von oben, von denen, die nun in der Regierung sind und wirklich Macht haben, dass sie denen bitte keine Schwierigkeiten machen sollen. Also das ist eigentlich das typischste Drucksystem, was ein Politiker aushalten muss. Und von oben, und das sehen Sie manchmal, das nennt sich den Fraktionszwang, also das passiert im Wesentlichen nach dem Schäferprinzip. Also ein Schäfer muss seine Herde beieinander halten und wer ausschert, dann werden die Schäferhunde losgelassen. So ist das in der Regel in der Verwaltung, insbesondere von großen Fraktionen auch. Also sollten Sie mal, nehmen Sie mal an, 300 Leute in einer Zimmer, eine andere Marke und antworten, zitternd sagen Sie jetzt Ihren Einwand, dann sind Sie schon mal sichtbar geworden. Und dann kommt irgendwann ein guter Freund und sagt, überleg dir das mal nochmal, ob du das wirklich jetzt dagegen abstimmen willst. So, denn, und das ist der dritte Druck, Politiker ist ja kein Lebensberuf. Also das heißt, es gibt zwei riesige Risiken. Einmal die Wahl selbst. Ich weiß nicht, wie viele Leute von Ihnen sich mal wirklich zu einer Wahl gestellt haben. Das ist ziemlich schwer. Also für sich selber sich zu bewerben, Glamour zu verbreiten, dass sie eine Mehrheit kriegen und dann am Ende nicht gewählt zu werden. Also das ist psychisch für sehr viele Leute sehr schwer aushaltbar. Das ist das eine, und nun wird damit gedrückt, wenn sie nicht funktionieren, dass sie dann aber das nächste Mal nicht wieder aufgestellt werden. Das ist der Grund, wir wissen, wenn wir mal Politiker werden, Ihnen sage, es ist sehr gut, wenn Sie ein Leben vor der Politik hatten, und es ist auch sehr gut, wenn Sie wissen, in welches Leben Sie nach der Politik gehen, damit Sie überhaupt in dieser Zeit, dieser Sandwich-Situation, Druck von oben, Druck von unten und Druck der begrenzten Zeit, damit Sie überhaupt in der Zeit die Möglichkeit haben, frei zu agieren. Darum sind gerade für Politiker das besonders wichtig, was sie am wenigsten haben, stabile Familien, gute Freunde, auch gute Freunde, die ihnen auf Augenhöhe sagen, was sie falsch machen, wie sie sich verändern und so weiter. Für diesen speziellen Beruf gibt es aber eigentlich überhaupt keine Vorbereitung. Und das ist auch der Grund, warum so viele Leute in diesem Beruf wirklich scheitern. Es gibt vor allen Dingen überhaupt keine Vorbereitung für den Umgang mit den Medien. Das ist ungefähr so, für die wichtigsten Sachen im Leben gibt es eben noch keine Schule. Also so wie man denkt, jeder kann Vater und Mutter sein, so denkt man, jeder kann im Grunde genommen Politiker sein, wenn er nur sozusagen eine gute Persönlichkeit ist. Aber das ist ein ziemliches Missverständnis. Und deswegen sage ich Ihnen jetzt sozusagen als Kurzschule, was ich finde, was ein Politiker wissen sollte oder können sollte. Vielleicht an ein paar Beispielen. Das Erste, also ein Politiker muss, gerade weil er in dieser herausgehobenen Situation und in dieser besonderen Drucksituation ist, eine äußerste Nüchternheit gegenüber sich selbst haben. Und nicht sein Mandat, nicht seine Person ist. Und wenn er überhaupt eine Beachtung und eine Wertschätzung hat, dass es in der Regel dem Amt, dem nackten Amt gilt, aber nicht seiner Person. Ich weiß unheimlich viele Leute, die denken, wenn sie das erste Mal in diese Situation der öffentlichen Sichtbarkeit kommen, warum bin ich nicht großartig? Ja? Das konnte man, also wir haben ja immer so Live-Bilder, das konnte man zum Beispiel. Und das ist ein Grund des jetzigen Scheiterns der Piraten. Das konnte man bei denen sehen, weil dieses Gefühl, wow, wir haben diese Hürde überwunden,
Das ist wie ein ganz großer Kick. Das ist auch wie eine Droge, das ist ein Schub Adrenalin, das ist ein Schub wichtig, wichtig. Und dann meinen Sie, das sind Sie. Aber es ist das Medienphänomen, was auch teilweise ganz flüchtig sein kann. Aber Sie konnten das auch sehen, wenn ich Ihnen nur sage, also so Typen, wo man das besonders sehen konnte, Herr Westerwelle, als er ein Außenminister wurde, der meint, das ist was. Dabei fängt da eigentlich alles erst an. Oder auch bei Herrn Rösner, also das ist nur zufällig, dass ich auf die Beine komme. Aus der Geschichte der Grünen könnte ich ganz viele Leute sagen, die deren Namen sie nicht mehr kennen und die für eine bestimmte Zeit lang in diesem Schein, in diesem Glanz gestanden haben, aber gedacht haben, das gilt meine Person und nehmen sie das weg, dann ist nichts mehr. Also das äußerste Beispiel, was man davon hatte, war Christian Wulff. Ja? Also Amt und Person, und das sind auch das, was gelegentlich gesagt wird, dass ein Politiker sozusagen mit demselben Fahrstuhl hochsteigt, wie er runtersteigt. Und da brauchen sie relativ viel persönliche Stärke, um das ausbalancieren zu können. Und meines Erachtens ist das das Geheimnis der langen Dauer von Angela Merkel, dass sie diesem Irrtum nicht unterliegt. Also diese Nüchternheit zeichnet sie aus und ist wahrscheinlich deswegen einer der Gründe, warum sie sich so lange an der Macht hält, weil sie als eine der mächtigsten Frauen der Welt, wie sie jetzt genannt wird, immer noch weiß, dass es das Amt der deutschen Bundeskanzlerin ist. Und dass sie, glaube ich, gelegentlich immer noch denkt, dass die Angela Merkel, die es früher mal gab, ein ziemlich durchschnittliches Mädchen war. Mit einem schnellen Kopf, aber eigentlich nichts. Und das, wenn Sie jemanden treffen, der Angela Merkel von früher kennt, dann sagt er Ihnen das auch nichts, aber auch gar nichts. Deutete bei dieser Frau darauf hin, dass sie mal die mächtigste Frau der Welt wird. Das ist wirklich bloß das Amt und einen klugen, vernünftigen Maß. Aber die These wird sich wirklich belegen können. Und dafür spricht ja auch, dass zum Beispiel die Angela Merkel früher noch nicht mal bei der demokratischen Revolution eine besondere Rolle gespielt hat, ganz viel. So, das heißt, die hat erst die Chance ergriffen, als sie in diesem Amt war, und hat dann aber diesen nüchternen Umgang mit dem Amt zu ihrem Markenzeichen gemacht. Das Zweite ist, dass es ein Job auf Zeit ist. Das müssen Sie als Politiker auch wissen. Und das ist, glaube ich, der einzige Vorteil gegenüber der Zeit, als es noch keine Demokratie gab. Die Zeit, als es noch keine Demokratie gab, hat ja auch Eliten für die Macht ausgewählt. Und vielleicht ist es ganz lustig, mal darüber zu reden, wie der Dalai Lama, der Papst oder ein König ausgewählt wurde für seine Elitenaufgabe. Also der Dalai Lama wurde ausgewählt mit bestimmten Ritualen. Dann wird also ein Kind gefunden im Alter von 3 Jahren. Nicht im Alter von 0, sondern von 3 Jahren, wo man schon leicht einen Eindruck von, ob es ein intelligentes Kind oder nicht intelligentes Kind ist, hat. Und dann wird in diese Person das gesamte Wissen, die gesamte Kenntnis, die gesamte Ausbildung der Nation investiert. Und es wird niemals in Frage gestellt, dass das die führende Person des Landes ist. Und in dem Fall Dalai Lama war sogar Gott, Kaiser, also sowohl politisch als auch religiöse Führungsperson. Der jetzige Dalai Lama hat das jetzt aufgelöst, aber also es war sozusagen die allerhöchste Machtkonzentration, die man überhaupt in einem Staat haben konnte. Und dafür wurden die ausgebildet, von den besten Lehrern und so weiter. Das war der Versuch zu garantieren, dass man von einem guten Menschen regiert wird, im Sinne des Ganzen. Bei den Päpsten, bisschen ähnlich, die sind dann schon so uralt, dass man schon weiß, welche Person man vor sich hat. Aber genau dasselbe, es wird
innerhalb eines Gremiums, was das für eine hohe Selektion hinter sich hat, wird also eine führende Person ausgewählt und muss dann also durch Konsens von allen bestätigt werden und ist dann aber normalerweise bis zum Tode, also kann auch nicht in Frage gestellt werden und hat durch die Regeln des Ganzen die Gewissheit, dass ob guter Papst, ob schlechter Papst, ob Verbrecher, ob sonst was, dass ihm alle folgen werden und so der Laden zusammenhält. Und so ist dann gekommen, dass meine Freundin Christa Nickels, die eine gute Katholikin ist, sagt, ach weißt du Antje, wenn man in seinem Leben zweimal guten Papst hat, mehr kann man gar nicht erwarten. Aber das ist eine Methode, Macht zu konzentrieren und auch ihre Wirkung sicherzustellen. Bei dem Feudal, also Königen und sonstigen Herrschern, siehe Elisabeth, war das dann so, dass es durch Geburt kommt, da ist das Risiko, dass man an jemand kommt. Wir hatten also mit unseren preußischen Königen nie so ein wahnsinniges Glück. Dem ist dann ein ganzes Land ausgeliefert, aber auch dann sagt man, also durch Vereinbarung von allen akzeptieren wir das und hoffen, dass er wenigstens gute Berater hat, dass die Chose einigermaßen in die richtige Richtung geht. Und wenn nicht, dann hat ein Land verdammt Unglück gehabt. Dies alles wird in der Demokratie abgelöst durch die Geschichte zu sagen, das Macht wird auf Zeit vergeben, also höchstens 4 Jahre. Und dann muss alles wieder neu auf den Prüfstand gestellt werden. Ich wollte nur sagen, jede Methode hat auch ihre Vorteile. Der Riesenvorteil der Demokratie ist, dass man die berühmten Schweinehunde, die es eben in gleicher Verteilung überall gibt, wieder loswerden kann. Wenn man sie wieder loswerden will. Man muss dann aber auch was dafür tun. Und nicht diese anderen Mechanismen, die Herrschaft immer hat, nämlich Macht auf sich zu konzentrieren, einfach ungebremst werden lassen. Und man muss wissen, dass in diesen Auswahlverfahren von Demokratien die Leute, die dann nach oben kommen, bei Weitem nicht so durchgeprüft sind und so gut ausgebildet und so gut vorbereitet wie Eliten aus früheren Zeiten. Dass ich für die Demokratie plädiere, muss ich, glaube ich, nicht extra sagen, aber ich wollte nur sagen, man muss sich auch die Rundumbedingungen angucken. Und das heißt, das Funktionieren von Demokratien klappt einfach nur, wenn die Gegengewichte klappen. Ich war ja noch dabei, zu sagen, was man wissen muss, um ein guter Politiker zu sein. Am einfachsten ist, wenn man ein guter Fachexperte ist. Jetzt gehe ich mal nicht auf die 30 Spitzenleute, sondern auf die 600 in einem Parlament. Und man hat Glück in einem Parlament, wenn man mindestens 40% von Leuten hat, die richtig was von ihrem Fach verstehen. Dafür müssen sie eine längere Zeit da sein. Dafür ist es auch wichtig, dass sie vorher schon Wissen über solche Sachverhalte, meinetwegen Umweltpolitik, Außenpolitik, angesammelt haben. Was die meisten Leute verwundert und was auch wirklich ein Problem ist, ist, dass häufig Leute Minister werden, die von ihrem Fach überhaupt keine Ahnung haben. Weil sie nicht über das Fachwissen zu Ministern geworden sind, sondern über diese Machtschiene, über die 30 Spitzenleute. Umso wichtiger ist es, dass es Fachleute im Parlament gibt, die da auch einsprechen können und auch die Kompetenz dazu haben. Fast das Wichtigste für einen Politiker ist aber die Fähigkeit zu einem eigenen Urteil und vor allen Dingen zu einem Urteil gegen den Zeit- und Medientrend. Und wenn Sie vor was Respekt haben sollten, dann vor Leuten, die sich das getrauen. Also die, finde ich, sind inzwischen wirklich richtig Mangelware. Und zu diesem Fähigkeit, ein eigenes Urteil zu haben, gehört auch, ein Gespür für das richtige Maß von Dingen zu haben, insbesondere gegenüber
Lobbygruppen, die ja immer alles wollen und nur für ihren eigenen Punkt. Und also Lobbygruppen können nun, und Interessenverbände, sagen wir es mal neutraler, können nun eins überhaupt nicht, nämlich das Gesamte im Blick behalten. Die müssen ja geradezu nur auf ihrem eigenen Punkt bestehen und können das nicht ausgleichen mit anderen Leuten, die in ihrem Ding genauso viel Recht haben. Und also gegenüber Lobbygruppen und gegenüber Medienkampagnen zu sagen, ich höre das, ich denke das auch durch, aber ich folge ihm nicht. Das ist irrsinnig schwer. Und dafür brauchen sie eine unglaubliche Unabhängigkeit. Und darum sage ich ja, also sowas, gute Freunde und Leben vor und Leben nach der Politik, das ist alles wichtig. Und deswegen will ich Ihnen mal so ein paar Punkte sagen, einfach willkürlich aus der heutigen politischen Debatte, die Sie ja alle mitkriegen. Und ich habe bewusst mal nur so die letzten Wochen genommen oder auch Monate. Ein eigenes Urteil im Punkt gegen den Strom denken. Ich nenne das immer gefährlich denken. Also ich möchte Sie eigentlich auch alle ermuntern, mal anzufangen oder zu versuchen, gefährlich zu denken. Also ein gefährliches Denken könnte sein, Beispiel, aktuelles Beispiel, könnte es nicht sein, dass Pussy Riot in Russland, Sie wissen, diese jungen Mädchen, Riesenkampagne, nicht recht hatten. Natürlich nicht. Und wir einer Medienkampagne aufsitzen. Ähnlich wie im Fall der Mohammed-Karikaturen. Könnte es sein, dass Christian Wulff als Bundespräsident wegen 400 Euro gestürzt wurde und dass es eigentlich gar nicht um Christian Wulff ging, der den Leuten damals ganz egal war, sondern darum zu beweisen, dass die Bild-Zeitung so mächtig ist, dass sie jeden zum Kanzler machen kann, aber auch jeden Bundespräsidenten stürzen kann und dass dabei Christian wohl vollkommen egal war. Könnte es sein, dass in Syrien die Opposition, die ja vom ganzen Westen unterstützt wird, übrigens mit sehr viel Waffenlieferung, weniger Recht hat als die Regierung von Assad? Könnte nicht nur sein, das ist so. Wissen wir, wer die Opposition ist? Ich sage Ihnen nur dazu, alle Fachexperten, auch alle wissenschaftlichen Institute hatten über Assad, bevor er an die Regierung kam und auch am Anfang immer gesagt, das ist ein großer Reformer, der wird eine wichtige Rolle spielen. Könnte es sein, dass die schmerzliche Geschichte der Grünen, die Kampagne damals gegen Kosovo mit den Bombardierungen von Belgrad mehr Ungerechtigkeit als Recht geschaffen hat und damit jetzt ein Staat, der überhaupt nicht überlebensfähig ist, aber das mit der Unterstützung der gesamten Elite Europas? Könnte es sein, das muss ich in Ihrem Kreis nicht fragen, dass in der Finanzkrise genau das Falsche getan wurde, um Griechenland zu retten? Könnte es sein, dass wir im Kampf gegen die Taliban, den wir fälschlicherweise als einen Krieg erklärt haben, zwar jede Schlacht gewinnen, aber den Krieg, den wir fälschlicherweise erklärt haben, auf jeden Fall verlieren werden? Könnte es sein, dass in der Auseinandersetzung zwischen der KP Chinas und dem Dalai Lama nicht ganz klar ist, wer die größeren Gerechtigkeitsanteile hat? Und letzte Frage, könnte es sein, dass Präsident Obama kein guter Mensch ist? Ich wollte Ihnen so ein paar gefährliche Fragen stellen, wobei ich, das wäre der Anfang von einer Diskussion. Ich sage nicht, dass es so ist. Ich sage nur, dass ein guter Politiker
diese Gedanken sich gestellt haben muss. Und dass vor allen Dingen eins zu ihm gehört, nämlich sich die Wirkung seiner Handlung von der gegnerischen Seite einmal vorzustellen. Also zum guten Politiker würde gehören, von dem träume ich ja immer noch, dem guten Politiker, dass er gegen den Strom zu denken gelernt hat und sich das auch traut und sich auch getraut, sich in den Kopf der anderen Seite zu verdenken, und zwar mit allen Emotionen, nur so weiß er dann, wie der andere überhaupt reagieren kann. Und dass er dafür auch manchen Shitstorm auszuhalten bereit ist, was übrigens die Bedingungen extrem erschwert hat. Also, wenn Sie die Reaktion auf Politiker, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, welche Erfahrung vom Volk macht der Politiker? Es melden sich nicht immer die Edelsten bei ihm. Jetzt ein kurzes Zwischenstück. Was und wozu ist das Parlament da? Also die klügste Definition vom Parlament ist, das Parlament den Bürgerkrieg ersetzt und auch ersetzen soll. Das heißt, ein gutes Parlament bildet rhetorisch alle Meinungen, Emotionen, Leidenschaften, Kontroversen ab, die es in einem Sachverhalt gibt. Mit aller Wut, mit aller Heftigkeit verurteilen Sie das nicht. Also ich wäre glücklich, wenn mal endlich wieder offen und polemisch geredet würde. Aber mit der Verpflichtung, dass auch alle Seiten eines Sachverhalts dargestellt werden müssen. Und erst wenn alles auf den Tisch kommt, vermeidet man das Überspringen dieser Konflikte ins reale Leben. Also von daher ist das Parlament ein bisschen wie früher das griechische Theater war. Nämlich der Ersatz des Bürgerkrieges mit rhetorisch-intellektuellen Mitteln. Das heißt, es wäre geradezu die Pflicht der Opposition, und sei es einseitig, das Gegenteil eines Sachverhalts darzustellen, damit er berücksichtigt gehört. Auch gegenüber Medientrends, Medienkampagnen. Was ich aber wirklich bedauere, ist, dass wir im Moment eine solche Monokultur von Meinungen und Debatten im Parlament haben, dass das, also allein das zu einer Sache auch andere Meinungen gibt, gar nicht mehr auftritt. Und das ist noch verstärkt durch diesen Druck, was ich gesagt habe, von Fraktionsdisziplin und so weiter. Und das heißt, wenn im Parlament sich nicht widerspiegelt, dass man über einen Sachverhalt auch anders denken kann. Nehmen wir mal Afghanistan-Krieg. Das war damals mein abgrundtiefer Konflikt mit Schröder. Ich gesagt habe, wenn nicht mal die Grünen die Gegnerschaft zum Afghanistan-Krieg, der in der Bevölkerung immerhin immer mit 60% abgelehnt wurde, im Parlament darstellen dürfen, wofür brauchen wir dann noch ein Parlament? So, also wenn sich das entfernt, wenn es diese Funktion des Ersatzes des Bürgerkrieges nicht mehr darstellt, das Parlament, dann kommt auf lange Sicht der Bürgerkrieg zurück. Er kommt nämlich dann im realen Leben, weil diejenigen, deren Meinung nie berücksichtigt wird, auch jedes Vertrauen verlieren. Also, diese Monokultur, jetzt nehme ich mal die ganzen Beispiele der letzten Zeit, gab es absolut in der Finanzkrise und ihrer Beurteilung, mit Ausnahme der Linken, aber alle Parteien haben im Wesentlichen die großen Maßnahmen abgesichert, auch die Grünen. Es gab sie in dem, was ich inzwischen nicht mehr Menschenrechtspolitik, sondern Menschenrechtsbellizismus nenne. Also man stellt irgendwo in der Welt einen Menschenrechtskonflikt vor, macht eine große mediengestützte Kampagne, macht eine Debatte im Parlament und sie übereilen sich alle, dass wir jetzt Soldaten schicken müssen. Diese Monokultur war auch, ich habe das Beispiel schon erwähnt, in der Frage, stürzen wir Christian Wulff und heben wir Jochen Gauck als unser aller Lieblingsbundespräsident ins Amt.
absolut monokulturell. Ich kann Ihnen noch meine Meinung über Christian Wulff sagen. Er war sicher nicht ein besonders geeigneter Bundespräsident, aber das hätte man vorher diskutieren müssen. Vorher ist das aber fast gar nicht diskutiert worden. Aber dann ging es um die Frage, hat die Bild-Zeitung das Recht, einen Bundespräsidenten zu stürzen? Ja. Es gibt auch eine Monokultur in den aktuellen Debatten über Gleichstellungslobbyismus unter dem Vorrang der sexuellen Orientierung. Es gab eine Monokultur in der Beschreibung von Frauen, die sich um ihre Kinder kümmern als, Herdprämie. Alles monokulturelle Debatten, wo es niemanden gab, der gesagt hat, hoppla, gibt es da nicht noch eine andere Wahrheit. Und deswegen komme ich jetzt schon allmählich so zu meinen Schlusspassagen. Was ist denn wirklich im Moment in der Welt los? Wir haben in Syrien, in diesem Konflikt, den wir eigentlich nicht diskutieren, insgesamt schon 80.000 Tote, mindestens 200.000 Flüchtlinge in einem Land, dem man hätte helfen können, zu einem guten Ergebnis zu kommen. Wir haben zurzeit höchst gefährlich in Nordkorea, die drohen mit Atomwaffen und eine einhellige Weltmeinung, dass man jetzt noch mit Sanktionen was erreichen könnte. Also in einem Land, will ich nur mal sagen, die Leute kennen ja die Korea-Krise gar nicht mehr. Über dieses Land ist viermal von Nord nach Süden die Kriegswalze gegangen, dass kein Stein mehr auf dem anderen stand und dann noch in einem Bombenkrieg 25% der Bevölkerung ausgelöscht worden. Das ist die Vorgeschichte von Nordkorea nur als Vergleich. In Dresden waren 6% der Bevölkerung, die durch den Bombenkrieg ausgelöscht waren. Nur im Verhältnis, also um auch sozusagen das dem psychischen Urgrund eines Landes nachzukommen, was dann solchen Wahnsinn macht, wie jetzt Nordkorea. In Griechenland haben wir eine Arbeitslosigkeit von 25-30%, bei den Jugendlichen über 50%, ebenso in Spanien und Portugal. Mexiko versinkt im Drogenkrieg, Guatemala versinkt in Gewalt. Und womit beschäftigen wir uns? In den Medien, in der Bundesrepublik, in den Talkshows, mit dem Doktortitel von Frau Schavan vor 33 Jahren, mit der Frage, ob in Bezug auf die Schulenadoption die Erziehungspersonen noch Vater und Mutter heißen können oder Erziehungsperson 1, Erziehungsperson 2, mit der Rolle von Herrn Polnader bei den Piraten, mit dem Pferdefleisch in der Billiglasagne, mit der Frage, ob Jakob Augstein ein Antisemit ist und mit der Eastside Gallery in Berlin. Alles wichtige Debatten, aber also klafterweit entfernt von dem, mit dem wir uns eigentlich beschäftigen müssen. Es gab aber mal richtige Politik. Und wenn ich die Ihnen in Erinnerung rufe, dann wissen Sie das wahrscheinlich auch. Es gab mal einen Nelson Mandela, gibt ihn noch zum Glück, der es verstanden hat, also die äußerst berechtigten Rachegefühle der Schwarzen in Südafrika zu besänftigen, um sie bereit zu finden, eine Versöhnungspolitik zu machen, die ein Land von Schwarzen und Weißen versucht, dem wenigstens eine Chance zu geben. Es gab mal die neue Ostpolitik von Willy Brandt, die es verstanden hat, die sehr berechtigte Angst vor den Kommunisten zu unterlaufen und zu sagen, es gibt auch auf der anderen Seite Menschen, die sich nach was anderem sehen. Es gab die Glasnost und Perestroika-Politik von Gorbatschow, der sich daran gemacht hat, seinen eigenen Apparat von innen zu diktieren für eine andere Perspektive.
der übrigens auf diesen Versuch vom Westen keine Antwort gekriegt hat, sondern nur Triumphalismus. Es gab mal nach über 100 Jahren Tourismus in Schlussland. Es gab auch in Deutschland, da war ich ein bisschen dran beteiligt, ein Ende von Terrorismus. Und zwar nicht mit militärischen Mitteln, sondern mit Dialogangeboten. Es gab mal in Frankreich nach 100 Jahren Erbfeindschaft. Und es gibt, das will ich wenigstens gelten lassen, den Versuch einer Energiewende heute, von der ich sicher bin, dass sie auch, wenn man sie konsequent für die ganze Welt durchdenkt, dass sie auch kriegsvermeidend ist. Denn viele der Kriege sind aus Energiegründen angefangen worden. Allerdings muss für diese richtige Politik, und da mache ich mir keine Illusionen, und deswegen habe ich auch gerne auf so einem Termin bei Ihnen, bei neuen sozialen Bewegungen geredet, muss Politik Wind unter die Flügel kriegen. Und so wie ich, glaube ich, nicht anstehe, Politiker dafür zu geistern, dass sie sich den wirklichen Fragen nicht stellen, finde ich aber auch, dass an der Basis und in den sozialen Bewegungen auch was fehlt im Moment. Nämlich genau dasselbe, das Ganze durchdenken, nicht nur den eigenen Punkt. Und damit eine Energie für Alternativen auch vorzudenken, die die anderen in ihren Fesseln vielleicht nicht denken können. Und schließen möchte ich jetzt mit einem, ich konnte, weil ich zu Hause war, Zeitung lesen, mit einem ganz kurzen Stück, wo ich dachte, das sind die richtigen Fragen. Das war ein Artikel am 20. Oktober. In den vergangenen 25 Jahren haben wir den Fall der Mauer erlebt und wie er das ganze politische System der Erde veränderte. Wir haben gesehen, wie ein paar Investmentbanker genügten, um die Wirtschaft ganzer Länder zu schädigen, und zwar auch die Teile, die nicht nur aus Geld Geld machen. Wir erleben täglich, wie tiefgreifend das Internet uns darin prägt, wie wir uns informieren, orientieren, kommunizieren. Und wir wissen, dass der Wandel des Klimas, der Mangel an Rohstoffen und das Wachsen der Weltbevölkerung die unersättliche Art, wie wir leben, grundsätzlich in Frage stellt. Eine Ahnung von Vorläufigkeit hat sich in unserem Alltag eingenistet. Sie leitet unsere Wahrnehmung, bestimmt unser Denken, lenkt unser Handeln. Wir leben, das ist wichtig, wir leben im Gefühl großer Veränderung, aber uns fehlt der Begriff dafür, woher sie eigentlich kommen, wie sie sich ankündigen und wie wir sie erkennen und wie wir sie bestärken können. Wer war der Ostdeutsche, der den Ruf "Wir sind das Volk" erfand? Wie hieß der Investmentbanker, dessen Transaktion die Lehman Brothers letztlich in die Pleite jagte? Welche Fabrik wird die Tonne Kohlendioxid ausstoßen, die das Klima endgültig kippen lässt? Welches Auto wird einmal den letzten Liter Sprit verfahren? Wo kommt der Mensch zur Welt, der nicht mehr hinnimmt, dass die Erde ihn nicht mehr ernähren kann? Genügt es, einen einzigen Stein aus der Mauer zu ziehen, damit das ganze Gebäude einstürzt? Ein Stein, solange es nur der richtige ist? Oder ist immer der richtige, der letzte ist? Und könnte ich es sein, der ihn zieht? Vielen Dank. Dass Sie mir zugehört haben, auch ohne Bilder. Jetzt können wir, glaube ich, noch ein bisschen diskutieren, ne? Ja. Vielleicht hilfst du mal mit. Ich helfe mit. Auch wieder etwas zu schreiben. Kann ich mal schreiben? Zettel habe ich.
Erstmal Katrin Lansch. Frau Vollmer, ganz herzlichen Dank. Mein Name ist Katrin Lansch, ich bin Journalistin. Und ich weiß, dass im Moment die Banker sicherlich die geringste Anerkennung in der Bevölkerung haben. Dann kommen wohl die Politiker, aber direkt anschließend kommen die Journalisten. Und als Journalistin weiß ich auch, dass Politiker häufig sehr, sehr viel besser sind als ihr Ruf. Und ich danke Ihnen auch ganz herzlich, dass Sie dieses Amt so lange getragen haben. Und ich weiß, dass gerade die Medien das auch wirklich sehr schwer erträglich machen, ein normales Leben als Politiker führen zu können. Nun meine Fragen. Ich würde sehr gerne wissen, welche Bestechung in Deutschland eigentlich legal ist. Ich habe gehört, dass man Abgeordnete dafür belohnen darf, wenn sie innerhalb ihrer Fraktion für oder gegen etwas abstimmen. Also wo man eigentlich denkt, das kann doch gar nicht möglich sein, dass ich jetzt zum Beispiel eine Parteispende mache dafür, dass ein Abgeordneter innerhalb seiner Fraktion jetzt für oder gegen ein bestimmtes Projekt stimmt. Und dann würde ich gerne noch wissen, es ist ja ganz häufig so, dass ein Seitenwechsel stattfindet zwischen den Lobbyorganisationen und den Politikern. Also es ist häufig so, dass jetzt große Konzerne und starke Lobbyvereine, dass die Politiker kaufen, nachdem sie das Amt ausgeübt haben und die dann übernehmen. Das größte Beispiel ist sicherlich Schröder, der sofort nach dem Amt sich für die Ostsee-Pipeline stark gemacht hat. Und es ist genauso, dass die Lobbyisten natürlich sehr gerne auch hohe Beamten aus Ministerien praktisch dann einen Job anbieten. Ich würde von Ihnen gerne wissen, wie würde das die Politik und vielleicht auch die Menschen, die tatsächlich Politiker werden, wie würde sich das verändern, wenn es jetzt eine Verpflichtung gäbe, eine Karenzzeit einzuhalten, sagen wir mal 3 Jahre, also 3 Jahre auch gerade dafür, dass jetzt Politiker, die ein bestimmtes Fachgebiet haben, dann nicht anschließend in die Energiewirtschaft wechseln dürfen, wenn sie vorher politisch gerade für die Energiewende zuständig gewesen sind. Soll ich gleich oder sagen wir noch? Vielleicht sind 3 Sachen sammeln. Ja, mein Name ist eben Brigitte Kränkers vom Omnibus. Antje, wir kennen uns ja aus grünen Anfangszeiten. Genau. Du bist eben sozusagen in den Parlament gegangen, ich bin bei der Bürgerbewegung. Ich weiß, Volksentscheid, ja. Genau, und das würde ich ansprechen. Also einmal hat mich gewundert, dass dieser Begriff, das Parlament ist der Ersatz des Bürgerkriegs, oder das ist ja auch so von Hobbes, der Mensch ist des Menschen Wolf. Deswegen müssen wir ein bisschen Freiheit abgeben an das Parlament, weil wir sonst übereinander herfallen. Und dieses Menschenbild habe ich nicht mehr. Sondern ich habe das Menschenbild eigentlich, dass wir sozusagen in einer, dass jeder Mensch sozusagen fähig ist, sich ein eigenes Urteil zu bilden. Dann könnte man das Wahlrecht auch lassen. Und dass wir jetzt miteinander uns bemühen müssen, die Probleme der Zukunft oder die Aufgaben der Zukunft zu lösen, und dass in den Bürgerbewegungen viel, wie soll ich jetzt sagen, Macht, also dadurch, dass da keine Macht mit im Spiel ist, viel sachlicher Vorschläge ausgearbeitet werden, die dann überhaupt nicht auf die Tagesordnung kommen. Und dafür braucht man so eine Art Schule, und wir müssen miteinander ins Gespräch kommen. Und wir sind nicht Wölfe unter Wölfen, die jetzt von den Politikern sozusagen, wie sagt man, geführt werden müssen. Das hat mich bei dir ein bisschen gestört. Für mich gibt es in der jetzigen Zeit, das ist einfach ein Strukturproblem. Ich kann kein sicherer Politiker sein, wenn nicht die Volksabstimmung eingeführt wird. Das ist unmöglich. Ich kann nicht, so viel Macht und so viel Druck nicht aushalten von Lobbys und allen möglichen. Und es ist auch unmöglich, dass ein Mensch im Parlament meine Interessen vertritt. Und wenn wir wählen, dann wählen wir ganze Pakete,
Und wie soll, und der Abgeordnete steht dann da und ist seiner Partei verpflichtet, ist seinem Wähler verpflichtet, ist seinem Gewissen verpflichtet. Das ist eigentlich, das ist eine Aufgabe, die so nicht zu lösen ist. Und von daher ist die Volksabstimmung das wirklich notwendige Instrument, damit, dass die Politiker eine Art Geschäftsführung werden und sozusagen, dass man der Lobbydruck eben nicht so stark auf diese 30 ist oder 40, sondern dass sich solche wichtigen Themen durch die also durch den Souverän selbst gelöst werden. Verstehst du? Also ich mache den Politikern gar nicht den Vorwurf, das geht überhaupt nicht. Also dass man da nicht korrupt wird oder bestechlich oder gegen sein Gewissen handeln muss. Das ist ja für mich wo man sich selbst gegenüber korrupt wird. Und von daher hat mich das auch enttäuscht, dass jetzt die Grünen in ihren 10 Punkten, was sie jetzt wichtig finden beim Wahlkampf, die direkte Demokratie spielt kaum eine Rolle. Also bei allen Parteien, sie spielt keine Rolle, wirklich. Und das bedauere ich. Aber ich denke, es geht da, es wird sich sowieso nur, also das ja, ist halt so, es muss von unten wachsen. Und die Politik ist, das sind immer die Letzten, die dann sozusagen diesen Impuls umsetzen. Noch die dritte Frage. Anita Müller. Ja, mein Name ist Anita Müller. Frau Dr. Vollmer, wir haben ein Informationsgesetz, aber es wird nur gemauert. Was, wir haben ein? Ein Informationsgesetz. Das heißt, wenn der Bürger eine Anfrage stellt, dann müsste die normalerweise beantwortet werden. Ob es jetzt darum geht, die Kosten zu erfahren für diese oder jene Brücke oder dies oder jenes. Das wird fast immer nur gemauert. Meine Frage lautet aber, brauchen wir nicht eine ganze Portion mehr Glasnost und Perestroika auf allen Ebenen? Also, das war jetzt zwei. Ich fange erstmal an mit der Bestechung. Also, erstens, ich weiß nur, was ich weiß. Also ich könnte keine allgemeingültigen Urteile fällen, aber mir ist niemals zu Ohren gekommen, dass einer für eine Abstimmung Geld bekommen hat. Allerdings, also das läuft anders. Das läuft nicht über Geldsummen, sondern das läuft über, dann bist du unten durch. Dann ist deine Karriere zu Ende, dann werden wir die nicht unterstützen. Also es läuft in der Regel, dass einen ein guter Freund auf ein rotes Sofa bittet und sagt, da müssen wir jetzt mal eben mal reden. Und ich sage dir Bescheid. Oder das läuft, dass ein Journalist informiert wird und sagt, und kommt dann zu demjenigen und sagt, ich höre, Sie sind nicht mehr gut gelitten, können Sie damit leben? Also es läuft über diese indirekte Drucksituation. Also das direkt, ich meine, man weiß ja aus der Geschichte auch unseres Parlaments, dass mal Geldsummen geflossen sind, zum Beispiel bei der Abstimmung Misstrauensvotum. Willy Brandt, sowas läuft dann aber extrem geheim und gehört einfach in den Bereich von Kriminalität. Insgesamt würde ich sagen, dass im Vergleich zu anderen Parlamenten, auch europäischen Parlamenten, dass im deutschen Parlament noch relativ, also man weiß, dass man sehr kriminell ist, wenn man sowas annehmen würde. Also das kann man, glaube ich, auch ein bisschen belegen. Es ist jedenfalls nicht akzeptiert. Es gibt aber ganz viele Parlamente in der Welt, wo das gang und gäbe ist, Abstimmungen zu kaufen. Also ich selber weiß mal, insbesondere bei extrem wichtigen Abstimmungen, da kann es passieren, also bei mir ist mal passiert, ich sage jetzt nicht in welcher, aber in einer Abstimmung, dass 4 Minister in mein Büro anriefen, um mir zu sagen, dass ich doch vernünftig sein sollte. Ja? So, und das ist nicht ganz einfach auszuhalten, aber darum sage ich immer, Sie bleiben nur frei, wenn Sie sich immer über Ihren Ausweg im Klaren sind.
Und sie sind auch gegenüber solchen Bestellungsversuchen nicht ganz waffenlos. Also da spielt natürlich die Erfahrung von jemandem, auch die Charakterstärke, das spielt schon eine ziemliche Rolle. Das Beispiel Schröder und Fischer, Fischer gehört ja auch dazu, finde ich schon auch nachträglich noch einen großen Makel auf unser rot-grünes Personal. Ich weiß, wie sowas kommt. Ich weiß, dass Politiker dann irgendwie sagen, ich musste so viel einstecken, ich musste mich so viel einschränken, die beiden haben nun auch noch reiche, viele Familien zu versorgen. Das ist auch in der Politik nicht so günstig, wenn man 4, 5 Gegner hat, ne? Jedenfalls ökonomisch nicht. Jetzt ist mir das Schnurz egal. Und es ist dann auch ein kleines bisschen diese Art von Persönlichkeit. Ne? Aber da finde ich, dass sich der Politiker, also eigentlich ist ja der größte Lohn eines Politikers, dass er weiß, dass er an etwas teilgenommen hat, was ein kleines Stückchen die Welt verändert hat. Und wie auch immer, glaube ich, die Ära auf Rot-Grün wird bleiben und dass sie ein Nein zum Irakkrieg gesagt haben, nachdem sie zu vielen anderen Kriegen Ja gesagt haben, aber zu dem haben sie Nein gesagt. Und wenn es dieses Nein damals zum Irakkrieg nicht gegeben hätte, sähe die Welt heute ganz anders aus. Dann hätten wir längst inzwischen den Krieg gegen den Iran und so weiter. Also das war, glaube ich, tatsächlich von so einer gewissen Weltanschauung. Und wer an sowas teilgenommen hat, finde ich, der sollte sich hinterher nicht an Interessenverbände oder Wirtschaftsverbände verkaufen. Aber das muss dann im Zweifel jeder selber für sich entscheiden. Ich stimme aber zu, insbesondere bei dieser großen Verführung, den eigentlichen Machthabern in den Wirtschafts- und Finanzkonzernen zu Diensten zu sein, wäre eine Karenzzeit äußerst wichtig. Und ich würde das sofort unterstützen, zu sagen, nachdem jemand ein Amt hat, 4 oder 5 Jahre, darf er das nicht anstreben. Übrigens noch viel stärker im Europäischen Parlament. Das würde ein bisschen der Sauberkeit in diesen Dingen sehr nützen und ich würde das jederzeit unterstützen. Ich halte es auch für notwendig, dass es sowas gibt. Jetzt die Frage von Brigitte. Wir haben nämlich früher sehr oft zusammen mit Gerald Häfner für Volksabstimmung gestritten und hatten meistens dann auch am Ende noch eine positive Abstimmung bei den Grünen, aber in der Sache ist nicht viel vorangegangen. Ja. Ich habe das mit dem Bürgerkrieg nicht so sehr unter dem Gesichtspunkt von der Mensch ist das Menschenwolf gemeint, sondern vielmehr unter meinem Eindruck, dass die meisten, also insbesondere die meisten Kriege der letzten Zeit mit hoher moralischer Aufrüstung sind. Das ist ja nicht der kriegslüsterne Mensch, der den Krieg will, sondern das ist der edle Mensch, der die Menschenrechte durchsetzen will und der Auschwitz verhindern will und der deswegen also Gefangene befreien will und unterdrückte Menschen. Auch der ist bereit, in den Bürgerkrieg zu gehen. Und manchmal ist es gerade das Übermaß an positiver Motivation, was die Schwelle zur Aggressionsbereitschaft überwindet. Das habe ich stärker gelernt in den letzten Jahren, als ich es früher am Anfang wusste. Also von daher habe ich auch gelernt, Pazifismus ganz anders zu sehen, nämlich dass man vor allen Dingen lernen muss, sich selber zu entwaffnen, bevor man jemand anderen die Waffen aus der Hand nehmen kann. Und dazu gehört natürlich auch diese Art von hoher moralischer Aufrüstung. Das meinte ich. Und solche Art von Debatten müssten auch im Parlament sein, dass es neben dem anderen, das würde ich dir auch schon zugeben, es gibt schon auch eine gewisse Ernüchterung, dass auch das liebe Volk nicht immer auf der Höhe seiner Entscheidungsvollmachten ist und dass ich damit auch nüchtern rechnen muss. Also so wie Politiker auf Kampagnen reagieren,
So reagieren auch Bevölkerung auf Kampagne, auch in ihren Werturteilen. Aber das haben wir ja in unseren früheren Debatten auch immer gelernt, darauf zu sagen. Dann hat man aber wenigstens mal einen realen Bestand. Bei jeder Volksabstimmung über die wirklichen Meinungen in der Bevölkerung, man hat die Debatten nicht mehr in der Zeitung, sondern man hat sie am Küchentisch in den einzelnen Familien, man hat auch die Verantwortung am Küchentisch. Und sobald wir eine Volksabstimmung verloren haben, können wir mit den realen Zahlen, die wir haben und die ja besser sind als in den Parlamentsabstimmungen, sofort anfangen, wieder für eine neue Mehrheit zu kämpfen. Ja. Und nichts würde ich mir mehr wünschen als sowas im Moment. Und immer war die Schweiz jedenfalls mein Vorbild. Und allein diese Geschichte, dass uns permanent gepredigt wird, wir können keine Bankerboni begrenzen, greifen wir in die Freiheit der neoliberalen Finanzwelt ein. Und sie tun es einfach und siehe da, allein die Tatsache, dass sie es in der Schweiz gemacht haben, bedeutet, dass im Europaparlament die Leute sagen, jetzt können wir das auch. Also da kann ich nur sagen, das unterstütze ich und ehrlich gesagt sehe ich jetzt auch die Chancen wirklich besser. Wir hatten ja vorher immer die Position, die Grünen waren formal dafür, die SPD war formal dafür, man hat nie viel dafür getan und jetzt hat es, glaube ich, auch diese Parteigrenze übersprungen und ich halte es also für einigermaßen realistisch. So, und jetzt habe ich es mir aufgeschrieben und trotzdem, die Frage von Herrn Müller war... Glasnost oder Perestroika? Und, ja, das habe ich mir aufgeschrieben, aber was war die Frage bei Glasnost und Perestroika? Brauchen wir nicht mehr, ob wir das nicht mehr auf allen Ebenen? Ja, das brauchen wir auf jeden Fall. Und Sie hatten das ja gesagt, Sie haben ja gesagt, dass das in Bezug auf das Informationsfreiheitsgesetz ist. Es hat immer wieder Versuche gegeben, das zu realisieren. Es gibt auch Ängstlichkeiten, gerade in Bezug auf diese Frage, aber ehrlich gesagt halte ich die Schlacht für geschlagen. Also das Informationsfreiheitsgesetz kommt, die Akteneinsicht kommt. Was natürlich damit inzwischen verbunden ist, ist, dass auch das sehr informierte Gesellschaften voraussetzt. Denn natürlich, das, was Sie in den Akten haben oder was Sie raussuchen und dann mal ins Internet stellen, ist auch meistens sehr selektiv. Ja? Also das befreit Sie noch nicht von der Notwendigkeit, selbst auch das, was Sie dann in den Akten sehen, umfassend zu beurteilen. Und diese, also viele Leute denken, die Macht ist eine geschlossene Box. Und wenn ich da reingucken kann, dann weiß ich alles. Aber das stimmt nicht. Auch wenn Sie reingucken können, stehen Sie wieder vor der Frage Lüge oder Wahrheit. Welche Macht steckt dahinter? Denunziation und so weiter. Ja, also das heißt, dieses Umfassende, die Dinge von jeder Seite beurteilen zu können, das ersparen Sie sich auch nicht mit einem verbesserten Mittel der Durchsicht. Deswegen, ich bin dafür, aber ich habe nicht so riesen Hoffnung, dass das die Debatte veredeln wird. Ich bin Susanne Wiegel und ganz kurz, ich setze auf die Bewegung von unten, auf die Bürgerinnen und Bürger. Und meine Frage ist, was können Sie uns mitteilen, wie können wir vielleicht ein Stück weit auch Politiker erlösen aus diesen Gefangenheiten, wie können wir eine Verbindung schaffen für diese guten Ziele, für die Gesamtsicht. Return to Sender. Eigentlich habe ich Ihnen meine ganze Misere hier hingelegt und Sie gefragt, was Sie tun wollen, um es zu verändern. Ja.
Ja, mein Name ist Fabian Hannefort. Eine kleine Anmerkung erstmal zu dem, was zwischen Ihnen beiden lief. Die Bestechung von Abgeordneten ist bis heute noch nicht unter Strafe. Es ist aktuell im Bundestag ein Gesetzentwurf von Siegfried Krauder und den Oppositionsfraktionen in Vorbereitung oder eingebracht. Und Sie haben gesagt, naja, es gibt ein Bewusstsein bei den Bundestagsabgeordneten darüber, dass es ein Verbrechen ist, sich bestechen zu lassen. Aber faktisch, dem Rechtsstaat nach, ist es kein Verbrechen. Moralisch ja. Da würde ich Ihnen auch zustimmen, dass das viele so sehen. Aber Sie haben auch gesagt, die Bestechung, das läuft nicht mit dem schwarzen Koffer voll Geld, der überreicht wird für eine bestimmte Entscheidung in der Fraktionssitzung. Manchmal auch, in der Vergangenheit hatten wir das ja. Aber Sie sagen, dann ich formuliere es um, in der Regel läuft das nicht so. Das ist mehr so eine Stimmungsumfeldpflege, die bestimmte Entscheidungen befördern soll. Und auch da gibt es Regelungen, zum Beispiel die Veröffentlichung von Nebeneinkünften von Bundestagsabgeordneten. Und wenn jemand gegen diese Regeln verstößt, wie ich arbeite bei Abgeordnetenwatch.de, wie wir das hin und wieder aufdecken können, dann passiert nichts. Die Bundestagsverwaltung bzw. der Bundestagspräsident Norbert Gummert hätte Möglichkeiten, nutzt sie aber nicht. Und ist auch leider, hat er rechtlich die Möglichkeit, da frei zu sein, die zu nutzen oder nicht zu nutzen. Und das ist nur meine Anmerkung. Also da wünsche ich mir schon noch viel weitergehende Regelung, was die Bundestagsabgeordneten und dieses Umfeld angeht. Und meine Frage bezieht sich auf die Verflüssigung der Demokratie. Es gibt das Liquid Democracy, was die Piraten und andere Leute aus dem Internet sich ausgedacht haben, dass ständig Entscheidungen, die im Bundestag anstehen, gespiegelt werden in die Öffentlichkeit und dort Menschen sich beteiligen und abstimmen. Wie ist da Ihre Wahrnehmung? Hat das zu einer Veränderung von Politik geführt und haben Sie da Ideen, das führen könnte möglicherweise? Ich meine, indem ausschließlich jetzt zum Beispiel Liquid Feedback, sondern auch so Sachen wie andere Möglichkeiten, die es im Internet gibt. Partrack, jetzt gibt es neu den Lobbyblog, eine Internetseite, die Lobbypapiere mit Gesetzentwürfen vergleicht und da große Übereinstimmung, 80 Übereinstimmung. Genau. Ja, mein Wolf Lieber. Und ich habe ein paar Fragen oder auch mehr Anmerkungen. Mir geht es zum einen darum, dass wir mit unserem Ego eigentlich noch in der Steinzeithöhle sind. Das heißt also, wir haben in der Steinzeit gelernt, so viel wie möglich in die eigene Höhle. Und das war damals richtig und gut. Nur heute sind eigentlich materielle Bedürfnisse befriedigt. Und ja, wir haben keine Steigerung des Wohlbefindens dadurch, wenn wir dieses Verfahren beibehalten. Jetzt haben die Gesellschaften auf der ganzen Welt im Laufe von Tausenden von Jahren reichlich Methoden entwickelt, um dieses Ego in den Griff zu kriegen. Also beten, lange Spaziergänge, Einkehr, meditieren, Yoga und also unendlich viel. Und für mich ist eigentlich die Frage, wenn ich einen Politiker habe, der die Regeln für alle festlegt, wäre es für mich doch eigentlich sehr spannend, mal danach zu fragen, wie kriegst du Politiker dein Ego in den Griff? Das heißt also, wenn Sie mögen, können Sie es vielleicht für sich selbst mal mit beantworten. Und ja, für mich würde mich sehr interessieren, wie Sie zu dieser Frage an sich stehen. Zweite Frage. Uns allen hier im Saal ist, glaube ich, bewusst, dass das mit diesem unendlichen Wachstum nicht funktioniert. Da muss irgendwie was dran passieren. Was ich sehr selten höre, ist aber, wie viel
materielles Wachstum oder wie viel materieller Wohlstand ist für mich persönlich genug. Das heißt, das bedingt nach meinem Empfinden eigentlich die Voraussetzung, um überhaupt darüber nachzudenken, wie wir denn diesen Wachstumsgedanke in den Griff kriegen, wenn wir ihn anfangen, auf der persönlichen Ebene zu stellen, zu beantworten und danach zu handeln. Und mich würde interessieren, wie Sie dazu stehen. Mein Name ist Sabine Reiger und ich habe eine Frage zum Thema Europa. Weil ich in dem Zusammenhang jetzt feststelle, dass anscheinend immer weniger die Meinung der Bevölkerung gefragt ist. Und Sachen wie zum Beispiel der Euro, der ESM und alles, was jetzt noch danach kommt, ohne das Volk zu fragen nach der Meinung oder die Meinung bewusst zu ignorieren, durchgedrückt werden. Also wir haben jetzt als Parlament, unser Parlament hat die Finanzhoheit unseres Landes ans Europäische Parlament abgegeben, oder die Europäische Dings, ja genau. Und noch nicht ganz, ne? Ja, aber es ist auf dem besten Weg dazu. Yeah. Das heißt also, in Zukunft kann Europa über unsere Steuergelder entscheiden und wir, die dafür bezahlen müssen, haben nichts mehr zu sagen und werden auch gar nicht mehr gefragt. Wann Sie sich ehemalige Bundestagsabgeordnete für das Parlament wünschen? Ich will damit nicht auf die Diskussion hinaus, wie viel Bundestagsabgeordnete jetzt verdienen, sondern es würde mich sehr interessieren, was Sie wohl meinen, welche Mittel eigentlich für den Bundestag zur Verfügung gestellt werden müssten, um zum Beispiel unabhängige Untersuchungen in Auftrag zu geben. Ich habe häufig den Eindruck, dass Studien fehlen und dass die Bundestagsabgeordneten eben gar nicht wissen, worüber sie eigentlich abstimmen. Dass man zum Beispiel keine Entschuldungstheorie hat und dass wir zum Beispiel dringende Studie bräuchten, wie kann ein Staat sich denn eigentlich entschulden. Ähnliches gilt für das Konkursrecht für Staaten. Wieso kann der Bundestag darüber nicht eine Studie in Auftrag geben? Und wieso sind wir für Gesetzesentwürfe zum Beispiel abhängig von Gesetzesvorschlägen von Großkanzleien wie Freshfields und sonst was? Mein Name ist Frank Schäpke. Ich habe eine ganz kurze Frage. Können Sie mir ja oder nein beantworten? Ich habe in einem Vortrag von der Rüggemeier gehört, dass es in Berlin eine Geheimschutzkammer gibt, in denen also irgendwelche Verträge abgelegt sind. Wenn Abgeordnete etwas darüber wissen wollen, dürfen sie nur Bleistift und Papier mitbringen und sind dazu verpflichtet, nicht darüber, auch nicht im Parlament, darüber zu berichten. Stimmt sowas? Bitte? Ja, es gibt sowas. Es gibt sowas, da ist reduziert von jeder Partei jemand drin. Von den Grünen ist es Christian Ströbele. Und das wird eingerufen von der Regierung und das behandelt unter anderem Waffenlieferungen. Okay. Ich meine, Sie haben jetzt, ich kämpfe immer noch ein bisschen mit Ihrem, mit der Motivation Ihres Vortrags, weil Sie haben im Prinzip das bestätigt, was wahrscheinlich der Normalbürger auch so wahrnimmt. Ich habe es mal so für mich zusammengefasst, dass Sie im Prinzip das Bild gezeichnet haben, dass Demokratie, so wie sie heute in der BRD praktiziert wird, und da mag es schlechtere Beispiele geben, aber dass sie im Prinzip ein ausgeklügeltes System der Verhinderung der Demokratie ist. Und das wirklich. Das wirklich angefangen, ganz weit unten in den Regionalorganisationen der Parteien bis hin in die Spitze. Das ist zudem von weit besser ausgebaute Pfade gibt,
wie sich Lobbygruppen, Interessengruppen dort Gehör verschaffen können, als es für den Normalbürger, der übrigens alles bezahlt, Möglichkeiten gibt, daran teilzunehmen. So, das war der eine Schwerpunkt. Der andere Schwerpunkt, den ich wahrgenommen habe, und der mir auch ziemlich sehr geschmerzt hat, war, dass die Politiker tatsächlich, so wie wir es vielleicht oder nicht viele auch wahrnehmen, sich eigentlich mit Lächerlichkeiten beschäftigen. Was ich immer auch so interpretiere, dass die Beschäftigung mit den grundlegenden Themen sehr gefährlich ist, vielleicht auch ein bisschen undankbar und auch sehr viel Mut voraussetzt. Das heißt, sich wirklich mal mit einer Staatsverschuldung, von der jeder von uns weiß, dass sie in 300 Jahren nicht zurückgezahlt werden kann, zu beschäftigen. Das ist natürlich wesentlich anstrengender und gefährlicher, als einfach sich um Entscheidungen abzunehmen, die man ohnehin schon vorgesetzt bekommt und die sich mit Nebensächlichkeiten beschäftigen. Mhm. Im Prinzip geht das sogar so weit, ich habe mir das auch lange überlegt, ob ich überhaupt in der Partei mitarbeiten wollte. Und ich saß im Prinzip als eine Beleidigung mit meinen Intellekts an, in irgendeiner Regionalorganisation jetzt anzufangen und dann die Interessen oder die Themen, die da gerade, wie man so schön sagt, die Sau, die gerade durchs Dorf getrieben wird, mit anderen Leuten zu diskutieren, die gar nicht mal Themen sind. So, jetzt zur Frage, aus diesem ganzen Bild entsteht ja das, was wir eigentlich in der Praxis auch erleben, dass jeder sich versucht, irgendwo ins Privatleben zurückzuziehen oder seine private Karriere voranzutreiben und hofft, dass möglichst alles gut geht. Jetzt sind hier im Publikum ja schon einige Ansätze genannt worden. Die Volksabstimmung, das Liquid Feedback oder Liquid Democracy Konzept, das ich auch für relativ potent halte, Wahrnehmung und Ihre Einschätzung mal hören, ob es da irgendwo Bestrebungen gibt oder was es auch an Maßnahmen gibt, an Möglichkeiten, diese Frustration, die dann beim Privatmann entsteht, beziehungsweise Instrumente zu schaffen, die diese Frustration abbauen können und die wirklich zu einer lebendigen Demokratie führen können. Denn so wie es jetzt läuft, ist eigentlich nur das Problem der Demokratie offensichtlich geworden. Nämlich, dass wir beim Untergang das nicht selbst Gesetze schaffen können, die vielleicht nur wirklich Krisen zu verhindern, weil es immer gegen die Interessen von irgendjemandem geht. Und aus dieser Frustration suche ich immer noch einen Ausweg und jeden Strohhalm, den Sie mir da bieten können, wäre, glaube ich, eine echte Hilfe. So, jetzt mache ich aber mal Schluss. Ja, will gleich auf das Letzte. Sie deprimieren mich. Weil dass die Demokratie ein System zur Verhinderung der Demokratie ist. Sie sagen das genau mit diesem Ton des feststellenden Triumphalismus oder der Verachtung, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Ihre Demokratie, nicht meine. Und Sie haben sozusagen, jetzt jedenfalls, ich bin schon lange keine Politikerin mehr, genauso viel Macht, das zu verändern, wie ich. Und ich frage Sie, was es Ihnen nützt, wenn Sie das feststellen. Also je länger ich sowas mache, kommt dieses Return to Sender. In der Demokratie hat jeder die gleiche Verantwortung über den Umgang der Macht, die von ihm ausgeht. Sie zu kontrollieren, sie zu geißeln, sie zu verbessern oder so. Ich glaube, dieser Gestus, also bei aller Verantwortung, die bei den Politikern liegt, aber dieser Gestus, die paar Hanseln, relativ paar Hanseln in Bezug auf die Millionen, die wählen oder sogar nicht mehr wählen, für das verantwortlich zu machen, was schiefläuft, ist dann wohl, wenn ich mich nicht bemühe, um Einspeisung von Verbesserungsideen in diese Sphäre und um ihre Durchsetzung. Ja. Darum ist es sozusagen, ich kann Ihnen zustimmen und dann gehen wir beide raus und weinen über den Zustand der Welt. Ja. Aber es nützt Ihnen nichts und mir nutzt es auch nichts und der Demokratie nutzt es eben auch nichts. Und nur eins noch, wenn ich gesagt habe, wenn Sie sagen, Politiker beschäftigen sich mit Lächerlichkeiten, soweit ich in die bundesrepublikanische Wirklichkeit gucke, beschäftigen sich alle mit diesen Lächerlichkeiten. Gucken Sie doch mal ins Internet. Das ist ja sozusagen, Internet kreiert das Problem der Doktorarbeit von Frau Schavan. Ja? Das ist ja noch nicht mal aus der Politiksphäre gekommen, sondern das war ein
der großen Triumphe des Internets, dass Sie das jetzt festgestellt haben, wie verlogen diese Kaste ist. Und ich sage nur, hurra, was für ein Sieg. Ja, so. Und das zu beurteilen, das allerdings ist Gegenstand einer Diskussion zwischen uns. Und wir müssen alle lernen, zwischen lächerlichen und wichtigen Sachen zu unterscheiden. So. Deswegen fange ich mit Ihnen an, weil sonst ist das einfach alles so ein bisschen trostlos. Ja? Und die Frage, was braucht das Parlament? Es braucht einerseits immer Druck von unten. Es braucht auch noch mehr Kontrollen und alle, die das hier gesagt haben, also inklusive Akteneinsicht und so weiter, das muss man erweitern, auch punkto Nebeneinkünfte, möchte ich alles sehen, möchte ich auch alles veröffentlicht haben. Aber das ist immer nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, was fließt aus der Bevölkerung meinetwegen mittels Volksabstimmungen und überhaupt der Suche nach dem, was ist denn sinnvoll, abgestimmt zu werden. Was fließt an echte Anforderungen oder an Ideen in dem Bereich? Und da will ich zum Beispiel eins sagen, es gab mal goldene Zeiten, da gab es eine freie intellektuelle Debatte in der Gesellschaft über fast alles. Über die Ostpolitik, über den Umgang mit Terroristen, über die Außenpolitik, wo inzwischen ja fast alle Analphabeten sind und so. Und es gab öffentliche Debatten, wo Politiker auch mal nicht hier vorne saßen, sondern da drin und zuhören konnten. Ich finde, das ist eine der schlechten Ergebnisse des Kalten Krieges, also irgendwie mit dem Untergang des Sozialismus und damit einer Alternative, ist auch der ganze intellektuelle Mut abhandengekommen. Sie diskutieren nicht mehr. Und damit ist das Ganze ein bisschen einseitig. Also die politische Sphäre ist nun mal kein Ort kreativen Denkens. Kann es auch nicht sein. Ist auch kein Ort, wo sich nun gerade intellektuelle Genies hindrängen. Aber warum denkt die Gesellschaft nicht? Warum thematisiert sie nicht große Debatten? Und tut sie das wirklich im Internet? Und da ist jetzt die Frage, lebt die Demokratie? In der Regel versteht man einen Intellektuellen, das ist aus uralten Zeiten, als den, der gegen ein Übermaß an politischer Macht tapfer aufbegehrt und sagt, ich klage an. Das ist der Hauptgestus im Internet. Ich klage an, ich kontrolliere dich, ich entlarve dich, ich reiße dir das Fleisch vor die Knochen. So. Nur, es sind nicht mehr die alten Verhältnisse. Wir haben nicht mehr, also jedenfalls nicht mehr in der politischen Sphäre. Wir haben sie eher in der Finanzsphäre oder in der Wirtschaftssphäre. Diese Macht in einer schwarzen Box, in die niemand reingucken kann. Im Augenblick bräuchte die Politik viel stärker Anregungen, Lösungsvorschläge, Konzepte, wo sich eine relevante Masse von Leuten dahinter stellt und sagt, versucht es mal so, dass man überhaupt eine Anregung hat, was diesem Gefühl der Ohnmacht gegenüber der globalisierten Wirtschafts- und Finanzmacht rauszukommen. Deswegen bin ich ja auch nicht nur heute hier, ich habe ja meinen Teil jetzt hinter mir, sondern die ganze Woche, um mal was zu lernen, obwohl ich jetzt nicht mehr in der Politik bin. Und schade ist eben, dass man dazu auch erst Zeit hat, wenn man nicht mehr in der Politik ist. Aber wenn ich Ihnen also eine dringende Bitte geben könnte, dann dieses selber in die Hand zu nehmen und eine Zeit lang mal sozusagen die Verachtung gegen den Politikern beiseite zu stellen. Ich will die doch überhaupt nicht verteidigen. Ich könnte ihre Rede sofort selber halten. Ja, das ist ja, habe ich ja gewohnt, bin ich ja gewohnt, sozusagen mich in den Kopf von dem zu versenken und damit einen bestimmten Tatbestand anzugucken. Aber im Moment fehlt es mehr an positiven Vorschlägen zur Bewältigung der Krise, als an der weiteren
Entlarvung von Versäumnissen. Wobei ich das nicht, also das soll natürlich weiterhin Platz haben, aber die wirkliche Krise im Moment liegt darin, dass es keine Debatte über die notwendigen Veränderungen, ihre Konzepte, ihre Umsetzungsmöglichkeiten und die Akzeptanz in der Bevölkerung gibt. Das meine ich, und das ist auch ein bisschen mein Einwand gegen Liquid Democracy. Und da ich jetzt fast nicht mehr atmen kann, höre ich jetzt einfach mal auf. Ja. Vortrag, schöne Diskussion. Wir haben ein bisschen länger gemacht. Jetzt nutzen wir alle gemeinsam etwas die Pause, denn es geht jetzt gleich in drei weiteren Räumen weiter. Dankeschön.